Moin moin liebe Leute da draußen, heute habe ich für euch die Top 8 oder 7 RPGs, nein 8, 2020. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start, übrigens MMORPGs. So, und jetzt Übergang. Ja, Freunde, MMORPGs, das ist immer so ein großes Thema. Eigentlich hat sich natürlich nur World of Warcraft Classic durchgesetzt, ever, von allen Spielen, die es weltweit gibt. Heute aber mal ein paar andere, die wir erst ab 2020 erwarten können. Einige davon werden vielleicht sogar noch weiter verschoben oder jetzt neu angekündigt. Ja, wir haben sogar letztens noch eine neue Ankündigung bekommen, A New World. Dazu kommen wir als letztes. Eine sehr, sehr vielversprechende Sache, die wir auf den Game Awards gemeinsam gesehen haben, habe ich auch in meiner Zusammenfassung zu den Game Awards kurz erwähnt. Fangen wir an mit Ascent Infinite Realm. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. A-IR abgekürzt, auch genannt Air. Soll für den PC 2020 erscheinen. Und was ist das eigentlich? Das ist ein Fantasy-MMORPG mit Luftschiffen. Gibt es da wunderbare Kriege? Also so wunderbar ist Krieg jetzt meistens nicht. Und ihr erledigt aber die Quests auf dem Boden. Aber Luftkämpfe und Luftschiffe stehen im Mittelpunkt. Und das ist so ein bisschen ein anderer Ansatz. Kein neuer, aber ein anderer. PvP soll hier eine sehr, sehr große Rolle spielen. Wir legen uns halt eben dieses coole Luftschiff zu. Damit erkunden wir die Welt. Das ist quasi unser Mount. Es finden auch immer wieder Schlachten statt, die gleichzeitig in der Luft und auf dem Boden stattfinden können. Erledigen Quests, verbessern unseren Charakter. Halt, was wir so aus MMOs kennen. Ausbau des Luftschiffs steht tatsächlich auch mit im Fokus. Hier liegt der Fokus insgesamt auf spannenden Kämpfen, auf PvP-Schlachten, nicht unbedingt auf einer fetten Story, also eher auf dem Gameplay. Könnte ein Game für mich sein, denn ich persönlich bin so eine Person, ich sage nicht, dass ich eine heftige Story will, sondern was ich möchte, ist gutes Gameplay oder eine Story, die so krass gut ist, sagen wir mal The Witcher 3 Story, dass ich mich darin völlig verliere. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Sieht es aber auch nicht krass aus, von daher weiter geht's mit Platzo Numero Duo. Oder 7 oder 2. Ist auch egal. Ashes of Creation kommt auch 2020 für den PC wahrscheinlich raus. Ashes of Creation ist ein Sandbox-MMO, also mal wieder was anderes als das letzte. Hier geht es um den Aufbau von Städten und den Kampf um Städte. Klingt erstmal spannend, muss ich sagen. Dabei setzt das Spiel auf Nodes, das sind dynamisch veränderbare Bereiche in der Spielwelt, die durch Handlungen von uns Spielern beeinflusst werden. Ist ein spannendes Konzept, kennt man aus anderen Games aber schon. Nodes lassen sich eben erobern, ausbauen, zerstören und so weiter. Manche sind eben landwirtschaftlicher Natur, andere fokussieren sich auf Religion, Militär. Kann man also selbst dann nochmal gestalten. In der ganzen Welt gibt es auch riesige Festungen, um die ebenfalls gekämpft wird. Und ergänzt wird das Ganze durch Politiksysteme. Also Politik auf YouTube geht gar nicht. Ich werde da jetzt nichts zu sagen. Kannst du dir abschminken. Weiterhin haben wir dann noch ein hybrides System aus Targeting und Action-Gameplay. Also es klingt ganz lustig, muss ich sagen. Es soll auch den Gemeinschaftssinn von uns Spielern ein bisschen fördern. Ja, also gemeinsam sind wir hier in diesem Spiel stark und alleine werden wir wahrscheinlich untergehen oder wir sind so eine kleine Snitch, die immer die 31er-Moves macht, um es in der Jugendsprache zu sagen, auf gut Deutsch asozial. Das kann man, glaube ich, so übersetzen, oder? Sieht echt spannend aus, muss ich sagen. Coole Belagerungsgeräte. Denke, das wird einigen von euch Spaß machen. Auch optisch kann das, glaube ich, was. Sieht relativ vielversprechend aus. Das Ganze ist im Pre-Alpha-Status, war eigentlich für Anfang 2019 geplant und hat sich dann verschoben. Und ja, wir erwarten jetzt eigentlich einen Release 2020. Soll rauskommen, könnt ihr euch drauf freuen. Platz Nummer 3, Camelot Unchained. Das Ganze ist auch ein PC-Spiel, was 2020 wahrscheinlich rauskommen soll. Camelot, da verbinde ich natürlich immer Prinz Eisenherz mit. Die gute alte Serie, wer kennt sie noch? Prince Valiant hieß es, glaube ich, damals. Habe ich als Kind gesuchtet, hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist der geistige Nachfolger des PvP-MMORPGs Dark Age of Camelot. Drei Fraktionen im Krieg, gewaltige Schlachten, dies, das, Ananas, Burgbelagerung. Es ist nötig, unsere Helden zu verbessern, so weiter. PvP ist halt, wie gesagt, im Fokus hier. Wir haben Burgbelagerung, Massenschlachten mit Tausenden von Spielern, ein Skillsystem und Gilden. Ja, also könnte für jeden etwas sein, der auch wieder hier so Belagerung und so weiter mag. Das Besondere an dem Game ist eigentlich das PvP und das ist natürlich nichts Besonderes. PvE hat eine untergeordnete Rolle. Burgbelagerung, da fliegen auf jeden Fall die Fetzen. Kann ganz cool sein. Gibt schon etwas mehr Gameplay dazu tatsächlich zu sehen und es ist alles so ein bisschen Sandbox-mäßig von der Optik her. Ja, ist es aber tatsächlich dann nicht. Ja, wer auf sowas steht, der sollte mal reinschauen. Für 2020 ist geplant, das Ganze in einen releasefähigen Zustand zu bringen. Könnte aber sein, dass es erst 2021 rauskommt. Deswegen geht es weiter mit Platz Nummer 4. Die Chronicles of Elyria 2020, 2021, man weiß es nicht genau, auch das für den PC. Was ist das Ganze? Das ist ein MMO der Soulbound Studios, ein Sandbox
Online-Rollenspiel ist das hier, also auch wieder Sandbox, ein virtuelles Leben in einer riesigen Online-Welt. Erinnert ihr euch noch an Second Life? Die ganz alten Leute? Die Leute von früher? Die erinnern sich vielleicht noch daran? Ich persönlich habe es nicht gezockt, aber ich erinnere mich, wie groß dieser Release war. Ich glaube, das wurde sogar im Fernsehen kommuniziert. Auf jeden Fall sind wir in dieser Sandbox-Welt unterwegs, bauen uns unser eigenes Imperium auf. Ob reicher Händler oder mächtiger Schmied, Herrscher einer Stadt oder Abenteurer, das hängt nur von uns ab. Wir können quasi unser Second Life da leben. Unser Held altert und stirbt irgendwann, deswegen sollten wir dann auch tätig werden und einen Nachfolger besorgen. Oder eine Nachfolgerin. Keine Politik. Keine Politik hier. Ernährung spielt eine Rolle, dann können wir auch in dem Spiel dick werden oder dünn werden oder so. Ja, also wir können unseren Helden in diesem Game verkörpern. Das heißt, Roleplay ist da drin wichtig. Ihr erinnert euch an die GTA Roleplay Server, auf denen ihr euch bewerben müsst mit einer Tätigkeit oder so. Also ich habe das noch nie gemacht, aber vielleicht einige von euch. Von daher klingt eigentlich echt spannend, muss ich sagen. Also ich finde, das ist ein interessanter Ansatz. Ich habe die Befürchtung, dass es vielleicht zu individualistisch ist, dass es irgendwann nicht gut gebalanced ist. Was ich damit meine, ist, dass meine Furcht ist, dass du zu krass dich auf einige Dinge spezialisieren kannst, dass diese Spezialisierungen am Ende des Tages nichts mehr ausmachen, weil man dadurch dann irgendwie Bugs lieber vermeiden möchte oder irgendwelche OP-Builds. Verstehst du vielleicht, was ich meine? Habe ich ein bisschen Angst vor, ist ein cooler Ansatz. Eventuell 2020, wahrscheinlicher 2021. Naja, dann kommen wir mal zum nächsten Platz. Platz Nummer 5, und zwar Crowfall. Das Ganze soll jetzt auch rauskommen und auch für den PC. Crowfall ist ein MMORPG, was auch als Thronkriegssimulator beschrieben wird. Also Game of Thrones mit Krähen oder so. Nee, eigentlich nicht. PvP ist auch hier wieder im Vordergrund. Mit Ressourcen können wir unseren Ausbau des Königreichs voranbringen. Es geht hier, wie gesagt, um die Kämpfe. Wir haben Kampagnenwelten, in die wir eintauchen können. Ja, eine persistente Welt. Und während der Kampagne, beziehungsweise jeder Kampagne, erschaffen wir uns einen Helden, mit dem wir dann versuchen, so viele Ressourcen wie nur möglich aufzuhäufen. Ja, und dann wird der sogenannte Hunger die Welt vernichten und dann nehmen wir an PvP-Schlachten und Belagerungen teil. Also relativ interessant. Also irgendwie sammelst du Dinge und dann geht's ab, ja? Also ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben. Das Ganze ist auf jeden Fall kein herkömmliches RPG. Wir sind so eine Art göttliches Wesen in dem Spiel, was das ewige Königreich ausbauen möchte und dann an den PvP-Kampagnen der sterbenden Welten teilnehmen muss. Naja, 2019 sollte es eigentlich released werden, hat auf sich warten lassen, deswegen 2020. Platz Nummer 6 geht raus an alle Diablo-Fans. Lost Ark 2020 soll es eventuell kommen für den PC und Lost Ark ist ein MMORPG, sieht aber aus wie ein Action-RPG meiner Meinung nach. Diablo ist so das erste, woran ich gedacht habe, als ich Screenshots davon gesehen habe. Wir erschaffen unseren Helden und erkunden eine schöne Fantasy-Welt, indem wir gegen Monster kämpfen und nebenbei Quests erledigen. Zudem ist es dann eben nötig, unseren Helden anhand von Skills und Ausrüstung zu verbessern. Kann man machen. Es gibt 12 Klassen, finde ich viel und sehr ambitioniert für ein Release. Es gibt Raids, ja, gemeinsam Bosse platt machen, der Klassiker. Und ja, man kann es hier natürlich die Adler-Ansicht, die ISO-Perspektive, die wir eigentlich aus Hack'n'Slays kennen. PvP gibt es auch in einer Arena, ist aber hier nicht so im Fokus. Und es gibt sogar ein Housing, also ein eigenes Lager wohl. Finde ich ganz cool. Ich mag Housing total gerne. Aber ansonsten hat es eigentlich keine krass besonderen Merkmale. Meiner Meinung nach zumindest. 2020 ist es wahrscheinlich, dass dieses Spiel rauskommt. Platz Nummer 7 ist natürlich ein ganz besonders spannendes. Es wurde angekündigt auf den Game Awards 2019. Wir haben es gemeinsam im Livestream gesehen, mitten in der Nacht. New World soll im Mai 2020 rauskommen für den PC. Und das ist ein Sandbox-MMO. Ja, da ist so eine geheimnisvolle Macht auf dieser Insel. Sah ganz abgefahren aus dem Trailer. Und ja, aber auf diese Macht hindert uns daran, ein Mineral zu finden, was irgendwie wir brauchen. Das war eine schlechte Erklärung, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall 3 Fraktionen. Die bekämpfen sich auf einer Insel. Wir schließen uns zu Gruppen zusammen, ein Fort errichten und das wollen wir dann verteidigen, beziehungsweise ein Fort. In der Nacht kämpfen wir gegen dann sehr mysteriöse Monster. PvP ist zwar eine wichtige Rolle in dem Spiel, aber es ist nur optional. Klingt erstmal komisch, weil es erstmal nicht so klang, als wäre es optional. Es klang eigentlich nach einem Core-Bestandteil des Spiels, aber scheinbar ist es nicht so. Crafting ist wichtig, wir können uns unsere eigene Ausrüstung herstellen. Ein Housing-System soll auch mit dabei sein, klingt auf jeden Fall geil. Ein Skill-System, um unseren Helden zu verbessern und so weiter. Wir erfahren dann die Lore der Spielwelt über irgendwelche kleinen Infoschnipsel. Klingt ganz nett. Ja, ist von Amazon. Amazon hat ein Game-Studio. Wusstet ihr das? Ich wusste es bislang noch nicht. Naja, kommt halt im Mai schon raus. Von daher kann man mal gucken. Und weil ich mir nicht sicher war, ob 7 oder 8, kommt jetzt die Nummer 8. Pantheon Rise of the Fallen. Das Release-Jahr ist noch nicht ganz abschließend bekannt. 2020 oder 2021 für PC. Was ist das jetzt eigentlich, Saga von Pantheon? Ein MMORPG, was sich vor allem an Gruppenspieler richtet. Es soll eine Art neues EverQuest werden. Und kehrt zu den Wurzeln von unserem liebsten Genre, den MMOs, zurück. Der Fokus liegt auf PvE-Quests.
Quests und dem Erkunden von Spielgebieten. Also wirklich ein Klassiker. Dungeons in Gruppen, so wie in allen Klassikern. Klassisches Tank-Damage-Dealer-Heiler-System. Finde ich cool. Also mal so ein ganz klassischer Ansatz. Also mag ich. Ich mag Klassiker. Ich mag Beständigkeit und Verlässlichkeit. Quests haben wir und die sind auch hier wieder durch Aufmerksamkeit zu erlangen und nicht durch fette Ausrufezeichen. Also man muss hier wirklich gucken. Casual-Spieler vielleicht eher nicht. Für die Hardcore-Leute ein Release ist noch nicht ganz abschließend bekannt, leider. 2020, vielleicht erst 2021. Muss man mal schauen. Finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Und ja, liebe Leute, das waren meine 8 MMOs, die ihr auf jeden Fall im Auge behalten solltet. Für das nächste Jahr. Einige davon werden sicherlich rauskommen. Andere vielleicht noch nicht. Leider alles für den PC. Aber ja, könnte was für euch dabei sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Favorit-Titel war. Und ich werde jetzt meine favorisierte Tätigkeit durchführen, denn gleich geht mein Stream los. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnatz. Ach ja, und gerne die Glocke aktivieren. Abonnieren. Aktivieren.